hier zu diesem Besuch. Ich freue mich sehr, Herr Staatssekretär, dass Sie Zeit gefunden haben, sich Zeit genommen haben, um die Preisträger des Deutschen Zukunftspreises hier auch in Gießen zu besuchen. Forschung trifft Politik. An der Justus-Liebig-Universität in Gießen hat sich der Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Ingmar Jung, über den aktuellen Stand der Forschungsarbeit der Träger des Deutschen Zukunftspreises 2015 informiert. Das Forscherteam hatte den Preis von Bundespräsident Joachim Gauck für die Entdeckung und Entwicklung eines Wirkstoffs gegen den Lungenhochdruck verliehen bekommen. Die Politik nimmt aus solchen Ergebnissen mit, dass es gut ist, vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es wichtig ist, Forschungsbedingungen zu schaffen, die es Forschern ganz autonom und frei ermöglicht, solche Projekte zu machen. Da tragen Forschungsförderprogramme bei, wie unser LOEWE-Programm in Hessen, ohne dass einige dieser Experimente nicht möglich gewesen wären. Ich bin vor allen Dingen beeindruckt von den Ideen, von dem Ideenreichtum, das in diesem Projekt steckt. So erläuterten die Forscher zum Beispiel, wie sie in einem Höhenforschungslabor am Mount Everest auf 6000 Metern Höhe die Auswirkungen von Lungenhochdruck erforschten. Und die Wissenschaftler berichteten natürlich auch vom großen Motivationsschub im Zuge der Verleihung des Deutschen Zukunftspreises im vergangenen Jahr. Dieser Forschungspreis hat eine Öffentlichkeit geschaffen, die notwendig ist, um auf Lungenhochdruck aufmerksam zu machen, um für die Nöte der Patienten zu werben und auch das Interesse bei den behandelnden Medizinern zu wecken, nach dieser Erkrankung zu schauen, aber auch das Interesse in der Forschungslandschaft, sich um diese Erkrankung zu kümmern und neue Therapien zu entwickeln. Eine weitere öffentliche Anerkennung steht übrigens auch schon im Kalender. Am 21. September wird das preisgekrönte Forschungsprojekt Teil der Dauerausstellung des Deutschen Zukunftspreises im Deutschen Museum in München.